Guten Morgen. Es ist noch morgen vor 12. Also, ich warte mal ein bisschen. Wie immer. Mal gucken, wie viel Shadowbanning ich bekomme. Hallo, Bastian. Guten Morgen. Mal gucken, wie viele hier noch erreicht werden. Es werden ja immer weniger erreicht. Guten Morgen. Hallo, Hildegard nach Österreich. Hallo. Hallo Carsten, hallo Felix, hallo, guten Morgen. Guten Morgen, liebe Freunde. Liebe Freunde des Lebens. Ja? Mahlzeit, die Dame, ja. Ich habe auch so eine schöne Tasse hier. Ne? Ich meine, das ist seitenverkehrt wahrscheinlich. Aber lasst uns mal heute sprechen. Ihr könnt das gerne teilen. Ich habe mir so ein kleines Konzept gemacht heute, weil doch sehr viel zu sagen ist. Ich mache ja nicht so oft live, ihr wisst das, ich einmal in der Woche. Ja, Peter, 100 Punkte für dich. Ja, dein Gehirn funktioniert noch sehr gut. Bad Liebenzell, hallo Gabi, Bad Liebenzell, das ist ganz in der Nähe von meinen Eltern, also meiner Mutter, weil mein Vater ist ja schon verstorben. Das ist ganz in der Nähe, ich war schon da in den Thermalbädern und so. Toll, schön, schöne Gegend, schöne, gute Luft, Bad Liebenzell, wunderbar. Hallo Christa, guten Morgen. Ja, teilt das Video ruhig, weil das Shadowbanning ist stärker denn je. Ich finde kaum noch was auf Google oder auch auf anderen Suchmaschinen, ob das Bing ist oder hier DuckGoGo oder wie die heißen. Also ich benutze mehrere und die sind alle relativ. Buona Gabriela, Komplimente, Salut in Romania. Hallo Paula, Grüße aus der Schweiz. Hallo Patrick, ja schön, die Schweiz ist auch sehr schön, hat auch noch teilweise sehr gute Luft in den Bergen. Bravo. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo wir anfangen sollen. Ich fange mal an. Ich gehe immer, also ich versuche in nächster Zeit oft so eine Zusammenfassung zu machen, weil was ich mir schon lange wünsche, ist nicht nur, dass die alternativen Medien sich versammeln, das werden wir tun am 30.11. Und hier auch nochmal ein Aufruf an alle alternativen Medien, Macher, Blogger, einzelne oder mehrere, größere, ist egal. Meldet euch bitte unter Versammlung der alternativen Medien @protonmail.com, wenn ihr Blogger seid, wenn ihr auch möchtet, dass wir zusammenarbeiten in gewissen Dingen, dass wir uns den Rücken stärken gegenseitig, dass wir voneinander lernen und uns gegenseitig helfen. Also ohne Konkurrenz denken und eher in Kooperationsdenken reingehen. Wer da mitmachen möchte, kann sich, wie gesagt, da melden, bitte, ja? Naja, erkältet nicht wirklich. Jetzt ändert sich ja die Jahreszeit. Ich trinke Ingwertee. Ja, mir geht's gut. Ich habe mich ein bisschen verausgabt am Wochenende beim Tanzen bei der Weltfriedensparade, also World Peace Parade. Die fand am Samstag statt. Es gibt nahezu keine Berichterstattung. Deswegen habe ich mich auch hingesetzt und dann auch ein Video geschnitten, was bei mir auf dem YouTube-Kanal unter Paula Piquet zu finden ist, der auch schlecht besucht ist. Ich habe es trotzdem getan, andere haben es auch getan, weil es notwendig ist zu berichten. Es waren nämlich 5.000 bis 10.000. Wir können es nicht genau sagen. Ich war ja da, ich war auf dem Wagen oben, habe natürlich geschaut über den ganzen 17. Juni und das ging ja den ganzen Tag. Ich denke, es waren weitaus mehr über den ganzen Tag verteilt bis nachts. Ich denke, da ist auch Zitrone drin. Ja, Mona, da ist alles drin. Ich weiß Bescheid über die Gesundheit. Wir wollen ja heute auch über die Gesundheit reden, aber auch über das Klima, die Umwelt. Das Klima wird ja jetzt ganz, ganz groß geschrieben überall. Da müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen reden. Und natürlich den Frieden. Und ich beginne halt beim Frieden. Also diese Aktion, die der Armin gemacht hat aus Berlin. Wie heißt der mit Nachnamen? Ich kenne die Leute. Mostofi. Ja, Armin Mostofi. Ganz großartig. Er hat das veranstaltet. Er will es auch, da gibt es jetzt Diskussionen, er will es jetzt immer zum 21. machen. 21.09. ist der Weltfriedenstag der UN. Okay, da hat schon jemand geschrieben, ja, glaubst du, dass die UN friedlich ist? Da habe ich gesagt, nein, sie ist es nicht. Denn wenn ein Chef der Menschenrechtsgruppe für Kinder zwei Jungs vergewaltigt,
Da fängt schon an, ne? Das stinkt wie in der Kirche, wie im Vatikan. Es ist halt Heuchlerei, das wissen wir alle. Die Leute kassieren das Geld bei der UN und sie mischen sich ja seit dem 11. September kaum noch ein in die Begebenheiten, obwohl klar ist, dass kein Krieg gemacht werden darf von niemandem. Das ist klar, das steht in der UN-Charta, kann man lesen, muss man nicht. Kann man auch drauf scheißen, muss man nicht. Man kann es auch ernst nehmen, könnte man, will man nicht, was auch immer. Die UN ist natürlich vergiftet, ja. Und es geht ja auch um die Gesundheit heute. Wir haben viel giftige Sachen, viel angstmachende Sachen da draußen, die laufen. Bleibt immer in eurer Mitte, das sage ich sowieso immer. Also, dieser World Peace Day war fantastisch. Es gab keine Vorfälle, keine Gewalt. Es gab Liebe, es war international, es war also auch die Rede von Armin Mostofi, habe ich mit in dieses Video, was ich geschnitten habe, mit reingemacht, weil ich habe ja viele Live-Videos extra gemacht, damit ich dann was rausschneiden kann, und ich habe mir auch noch von Freunden wie Hagen Schütte und anderen Freunden noch Teile genommen der Videos. Wir haben uns da in der Techno-Szene nicht so mit Datenschutz und was weiß ich, sondern es geht um den Frieden, wir keine Konkurrenz, wer hat die besseren Bilder, wer kann sie verkaufen, da geht es nicht um Verkaufen. Keinerlei Werbung war gestattet. Christian sagt, die UNO ist die Zentrale des Deep States. Ja, könnte man auch so sagen. Könnte man so sagen, wobei das nur ein Aushängeschild ist. Also so Zentrale würde ich gar nicht sagen. Die UN ist eher ein Aushängeschild des Deep States. Die Zentrale ist es nicht. Die Zentrale, da führt man alles nur zusammen, und das ist eine Sache, eine Institution, die uns gezeigt werden soll. Ja, und deswegen, die machen doch auch nur, was dann die Regierungen sagen im Endeffekt. Ja, das ist nicht die Zentrale, sondern die Ausführenden oder auch Nicht-Ausführenden, einfach nur als öffentliche Bekanntgabe, dass da sich jemand um die Menschenrechte kümmert. Dabei kümmert sich keiner drum, das wissen wir ganz genau. Also es war wunderbar in Berlin. Ich habe natürlich das gerne gesehen, weil ihr wisst, ich habe 1999 vor 1,5 Millionen Menschen habe ich die Love Parade Hymne gesungen, oben auf der Goldelse, also, und da waren unten, soweit das Auge reichte, waren 1,5 Millionen Menschen. Diesmal, wie gesagt, war es das erste Mal nach 15 Jahren, dass es da stattgefunden hat. Wir sind zweimal um die Goldelse gefahren. Ich habe Gänsehaut bekommen, ist auch in diesem Video drin, und das ist ein echtes Zeichen, ja. Also meine Haare standen zu Berge an dieser Stelle nach dieser Rede von Armin, die sich ganz klar gegen Rassismus geäußert hat und für Akzeptanz und Toleranz in der Gesellschaft, gegen sexistische Sachen und so weiter. Also alle, die da immer denken, auch meistens von der linken Seite, Menschen wie ich oder von der Humanistischen Friedenspartei oder die einfach so offen sind, ja, sagen wir mal so, ist völlig egal, woher wir kommen, wenn wir offen sind für alles, ist das doch immer etwas mysteriös. Das können die fast nicht glauben, dass man offen ist für alle Menschen. Das ist nicht in ihre Köpfe reinzukriegen. Warum, ist mir schleierhaft. Das muss so schwer indoktriniert sein, das Gehirn, mit toxischen Gedanken, dass sie nicht verstehen. Auf unserem Wagen waren Schwarze, Asiaten, Südamerikaner, international, ganz Europa sozusagen war da. Und das ist das Ding, was ich immer wieder sage. Es ist für viele schwer zu verstehen, dass man den Menschen akzeptiert, wie er ist. Keine Gewalt natürlich. Da hört es auf, und da ist mir dann auch völlig egal, woher sie kommen. Ja, da bin ich auch relativ konservativ in dieser Hinsicht. Bei Gewalt hört es auf, und da ist es mir egal, ob es ein Afrikaner ist, ein Asiate, ein Europäer oder sonst was. Das ist völlig egal, und das muss kritisiert werden, das muss angeprangert werden mit Gewalt. Also so weit sollten wir unser Bewusstsein beherrschen, dass wir Gewalt nicht mehr einsetzen, und auch die Regierungen vor allem. Ne? Und auf dem Zug der Love World Peace Parade sozusagen, habe ich auch alle Wagen extra nochmal gefilmt, damit ihr seht, um was es geht. Es geht um
Waffenabbau, es geht um Kriege, stopp die Kriege, es geht um Menschenrechte, es war auch ein Wagen aus Afrika dabei. Also es ist so, wie es ist. Wir Menschen lieben uns eigentlich gegenseitig, weil wir brauchen uns ja. Wir brauchen die Kooperation, um auf dieser Welt überhaupt weiterzukommen. Und wenn wir uns alle in unseren eigenen Blasen befinden und ein Hooligan nicht neben einem Afrikaner Arm in Arm tanzen kann, dann haben wir was Falsches gemacht, ja. Aber da konnte man das. Ja, und ich bin froh und ich hoffe auch, weil ich habe sehr viele Kontakte natürlich nach Russland zu der Techno- und House-Szene dort, Underground-Szene, dass die nächstes Jahr auch ein paar Wagen mitbringen und wir wirklich komplett international gehen können und auch die Freundschaft zwischen Deutschland und Russland oder auch von mir aus auch von ganz anderen Ländern aus Südamerika, sie kommen sowieso dann nach und nach. In Südamerika waren schon einige hier bei der Love Parade bei uns. Also bei uns sind alle willkommen, die ganze Welt. Nur was passiert danach? Es wird nicht berichtet. Über so ein Event wird nicht berichtet. Geht in Google rein und checkt das mal aus. Es gab ein paar Vorberichte, die das angekündigt haben, aber es gibt nicht wirklich einen Kanal und auch RT war nicht dabei, der das überhaupt berichtet. Warum ist das nicht erwünscht, wenn die ganze Welt zusammen feiern möchte? Und vor allem den Friedenstag. Und da ist die Diskussion in der Runde jetzt, weil der Armin hat gesagt, er möchte das gerne immer am 21.09. machen, zu dem Weltfriedenstag. Warum kann man den nicht eigentlich als Feiertag nehmen? Egal, ob das ein Sonntag, ein Montag, ein Dienstag, ein Mittwoch, ein Donnerstag ist. Ich bin damit einverstanden, die Idee weiterzutragen, es dann nächstes Jahr an einem, wenn es Montag ist, nächstes Jahr anscheinend ist es ein Montag, es immer auf den 21.09. zu belassen. Weil es wird Zeit, dass die ganze Welt anfängt zu begreifen, dass es einen Weltfriedenstag gibt. Eigentlich müsste jeder Tag ein Weltfriedenstag sein, den aber die meisten Regierungen und vor allem die NATO-Regierungen, aber auch die UN-Vetomächte im Sicherheitsrat Regierungen einfach nicht einhalten. Santana schreibt, Frieden ist leider nicht profitabel. Natürlich nicht. Und es ist auch so langweilig, wenn sich die Leute arm in arm sind und nicht irgendwie streiten und sich zerfleischen und sich umbringen und sich hassen und sich spalten lassen. Da ist kein Geld mitzumachen. Wenn Menschen zufrieden sind, ist kein Geld zu machen in diesem Kapitalismus. Weil sie nichts brauchen oder so gut wie nichts brauchen. Zu essen müssen wir ja was besorgen, das ist klar. Und anziehen und so Sachen, das ist völlig klar. Aber da war ich natürlich schwer enttäuscht, wobei eine Enttäuschung auch wieder eine Klarheit bringt, ja. Eine Klarheit, dass eben nicht berichtet wird. Wir versuchen aus dem Underground natürlich die Leute zu informieren darüber. Die UNO muss immer an Fiat denken, Fehler in allen Teilen, ja. Fehler in allen Teilen, ja. Also das war toll. Das war wirklich eine Energieaufladung für alle, die da waren. Also wer da war, hat diese Energie gespürt. Da wurde keiner ausgeschlossen, nur weil man sein Gesicht nicht kennt, oder nicht mag. Nein, es war ein internationaler Friedenstag. Natürlich sind da Menschen, die auch die Techno-Musik irgendwie kritisieren und sagen, eine Frau hat sogar geschrieben, irgendwie Techno ist doch nicht friedlich. Und da muss man schon sagen, was passiert in diesen indoktrinierten Köpfen? Musik ist in erster Linie Frieden, weil du mit Musik kann fast jeder entspannen, kann fast jeder ein Gefühl fühlen oder auch äußern, wenn man es selber macht. Ich habe sowas noch nie gehört und ob man jetzt Klassik hört, Jazz hört, Reggae hört oder Techno hört, wenn es bei dir Frieden bewirkt, dann ist es doch gut. Wenn es dich stresst, weil es Techno ist, es gibt ja Menschen, die stresst das, dann musst du es nicht konsumieren. Aber du kannst doch nicht sagen, Techno wäre nicht friedlich. Das ist völlig Indoktrination und es ist ein Hass auf die, die das machen. Carsten sagt, Ärzte befassen sich mit Krankheit. Würden sie sich mit Gesundheit befassen, sähe es anders aus. Sie sollten uns damit mehr mit Frieden beschäftigen. Richtig, Carsten, absolut richtig. Also all das und diese ganze Angst, die gemacht wird und auch versteckt wird. Das heißt, das Gute wird versteckt. Ich habe auch Zahlen gelesen, dass also sozusagen seit
diese Maschinerie 9-11, also 11. September 2001, also das ist jetzt auch schon 18 Jahre her, in Gang gesetzt wurde, mit dieser massiven Angst gegen den Terror, Kampf gegen den Terror, Krieg gegen den Terror, dass die Menschen wesentlich mehr Medikamente brauchen. Wir haben ja eine Opiat-Krise in Amerika, die kommt natürlich auch, das Heroin, Morphium und so weiter, kommt jetzt aus Afghanistan übrigens. Ne? Also ich habe ja eingegeben bei Google und die Algorithmen sind ja auch alle verrückt geworden. Das heißt, ich habe eingegeben, ich wollte wissen, wer hat berichtet über die World Peace Parade und wie wurde berichtet, wie war die Teilnehmerzahl? Das hat niemanden interessiert. Also ich habe keine Teilnehmerzahl gefunden. Wenn ihr eine gefunden habt, bitte gebt sie mir. Wenn ihr ein, zwei kleine Zeitungen gefunden habt, die das berichtet haben, bitte her damit. Ich habe dann eingegeben, ja, World Peace Day 2019, Berlin. Und was kam als zweites? Fridays for Future. Ach ja, ich habe noch Teilnehmerzahl geschrieben. Teilnehmerzahl. Gibt man nur Teilnehmerzahl, dann kommt ihr auf Fridays for Future. Es ist komplett korrupt. Die ganzen Algorithmen zeigen euch nicht mehr das, was ihr sehen wollt. Ihr müsst so richtig, richtig stark suchen. Und bitte verbreitet dieses Video, damit die anderen Leute das auch erfahren. Nicht nur wir in unserer kleinen Blase hier. Das ist ganz wichtig. Ja, und dann kommt also, wenn ich nach World Peace Day suche, dann kommt also die Zahlen von Fridays for Future. Fridays for Future. Glaubt ihr das? Es waren ja Millionen auf der ganzen Welt. In Deutschland waren das wohl 120.000. Nein, ich glaube 1,2 Millionen. Na, ich weiß es nicht. Die Zahlen sind mir sowieso egal, weil ich verstehe, was da läuft. Das muss aber jeder selber für sich entscheiden. Ne? Also da gibt es eine große Diskussion, auf die möchte ich mich gar nicht einlassen, auch in den sozialen Netzwerken, auch unter den alternativen Medienmachern. Also die einen sagen, ja, da ist alles menschengemacht, das ist ganz schrecklich und Greta ist toll. Die anderen sagen, ja, Greta ist ja völlig missbraucht worden und das Ganze stimmt nicht. So, also das sind wieder zwei indoktrinierte Lager. Ich sage beide, weil wir wissen es ja gar nicht. Bună, Andra, merge foarte bine. Trebuie să înveți puțin în nemțește, să mă înțelegi. Orfeo sagt, der Frieden liegt in der Wahrheit und nicht in den Lügen der alten Kasten. Die Ärzte sollen nicht heilen, sondern sollen Geld generieren. Ja, ja, es geht ja hier alles ums Geld. Es ist ja verrückt. Und diese Spirale, habe ich ja schon gesagt, die geht immer höher und höher. Das heißt, wenn etwas auf Lügen aufgebaut wurde und diese Lügen dann Kreise ziehen und dann immer mehr Gesetze auf den Lügen drauf gemacht werden, dann haben wir einen Staat voller Lügengesetze und Lügeninstitutionen und was heißt Lügen? Institutionen, die einfach auf einer schrägen, nicht durchsichtigen Basis gebaut wurden, zu Zeiten, wo man es noch nicht wissen konnte. So, jetzt können wir es wissen, jetzt können wir es erahnen und verstehen teilweise auch. Noch verstehen wir nicht alles. Ich sage es immer wieder, schon seit 3-4 Jahren, es ist nur die Spitze des Eisberges. All das, worüber wir uns aufregen oder andere, ich reg mich ja kaum noch auf, wo sich die Leute wütend werden und sich anfangen zu streiten und zu hassen, nee, du sagst es falsch und du hast nicht recht und ich habe recht und du bist doof, du bist nicht intelligent. Auf was ist denn die Intelligenz basiert? Auf unser System? Also was bedeutet Intelligenz? Wäre ich ganz, ganz, ganz vorsichtig, wie man Intelligenz heute beurteilt. Und was bedeutet das? Und was ist emotionale Intelligenz? Was ist Empathie? Gibt es dafür eine Intelligenzbasis, die gemessen wird an Schulen? Oder gibt es nur das Gehorchen? Kannst du mir bitte sagen, was 1 und 1 zusammen ergibt? Und wenn ich da sage, weißt du was, 1 und 1 ergibt 3, weil ich dir das so sagen will, dann bist du doof. Dann wirst du hingestellt, als ob du nicht intelligent bist. Aber nein, der freie Wille, um zu sagen, du kannst mich mal, weil 1 und 1 ist 2, aber das muss ich dir noch lange nicht sagen. Okay? Und ich bin auch nicht toller, als wenn ein anderer nicht weiß, was 1 und 1 ist. Und ich nehme dieses Beispiel, damit ihr versteht, dass es auf alles zu machen ist. Folli sagt, die Lüge beginnt schon mit der Bibel. Ja, das ist ja das Problem. Die Bibel ist ja das Problem. Die Bibel war ja das einzige Buch für Jahrhunderte. Das einzige, und wer konnte es lesen und wer konnte es vorlesen? Es waren immer nur die von der Kirche und die Adligen. Das normale Volk durfte ja gar nicht lesen und schreiben lernen. Das ging gar nicht. Das gab keine Schulen, keine Möglichkeiten. Folli hat vollkommen recht. Diese Lüge, ja, ja, ich bin ja auch aus der, wisst ihr schon, ich bin aus der Rippe des Mannes geschaffen worden und solchen Quatsch.
Versteht ihr? Die Bibel war jahrhundertelang das einzige Buch. Es ist bis heute das bestverkaufteste Buch der Welt. Bis heute. Wir haben 2019. Versteht ihr das? Elalecha, du wirkst so wahnsinnig kalm. Wann platzt dir denn mal wirklich die Hutschnur? Warum? El Alejandro, warum in Gottes oder in Himmelsnamen oder in Erdensnamen, ist mir völlig wurscht, warum sollte ich denn jemals mich aus der Ruhe bringen, wenn das eine Illusion ist, die mir vorgegaukelt wird? Versteht doch einfach, es ist eine Illusion. Die ganzen Autos, die ihr seht, wurden von der Ölindustrie, die ganzen Plastiksachen, die ganzen Pharmaindustrie wurden von der Ölindustrie gemacht. Wir hätten ganz andere Autos hier, wenn wir freigelassen oder Fortbewegungsmöglichkeiten als das, was wir haben. Es ist alles eine Illusion und die meisten fallen auf die Illusion rein, kriegen Angst, machen sich Sorgen, werden krank. Und das ist ja auch der Wunsch der Sache. Also ich meine, dieses hochrassistische Denken, dass wir eine Überbevölkerung haben, habe ich immer wieder angeprangert. Ist völlig abartig, sich gegen den Menschen zu stellen und zu sagen, wir wären zu viel. Man hatte errechnet, man könnte alle Menschen auf die Fläche von Österreich zusammenstellen. Wir haben doch viel mehr Land und Wasser. Wir haben doch so viel. Für dieses System sind das zu viele. Sie können sie nicht mehr unter Dach und Fach halten. Sie werden nicht mehr gebraucht. Das ist hoch rassistisch. Und ich sage es nochmal. Nicht irgendwelche AfDler, die da noch nicht mal gewählt werden. Oder vielleicht kommen sie ja mal in die Regierung. Scheiß doch drauf. Das sind doch nicht die Rassisten. Das sind doch nicht die, die andere Menschen umbringen wollen. Das ist eine Indoktrination, aber muss selber jeder selber die Erfahrung machen, wirklich. Ich meine, wer sich darum nicht kümmert. Ich werde nachher auch noch was vorlesen, was Philosophisches von Marcus Aurelius, am Schluss natürlich. Der hat gelebt 121 nach Christus, also fast 2000 Jahre, also 1900 Jahre. Damit ihr versteht, dass es noch nie anders war. Und er war von den Reichen, die schreiben und lesen konnten. Von den Adligen. Denn ein normaler Bauer hätte uns nichts hinterlassen können. Nichts Schriftliches. Vielleicht was Handwerkliches, ja. Susi sagt, seit 1970 verschwinden Erfinder, die Autos mit Wasser fahren lassen können. Na, Leute, das ist eine Gewaltherrschaft. Ich kann es nur noch mal sagen. Und wenn ihr versteht, wo ihr lebt, und dass die Entnazifizierung nicht stattgefunden hat, sondern man die Nazis eigentlich genommen hat, um darauf aufzubauen. Das ist ja meine Theorie. Das habe ich nirgendwo gelesen. Dafür gibt es keine Quelle, liebe Leute, weil manche verlangen immer Quellen. Es gibt keine Quelle für meine Theorie, die ich mir zusammengeschustert habe in meinem Kopf durch das Lesen von Quellen, von Leuten, die Bücher geschrieben haben. Gott sei Dank durften sie. Es wurden ja auch da Bücher verbrannt. Es wurden im Mittelalter Bücher verbrannt. Jetzt werden Informationen einfach nicht an uns weitergetragen. Das bedeutet, Informationen werden wie verbrannt, gelöscht, nicht weitergegeben. Es ist nichts anderes. Glaubt ihr etwa, wir sind irgendwie ein bisschen ein Stück weiter gekommen? Jetzt muss ich mal einen Schluck Tee trinken. Volli sagt, seit Jahrhunderten führen sie einen Krieg gegen das Leben und die Natur. Richtig, weil wir uns entfernt haben von der Natur. So, jetzt gibt es natürlich in letzter Zeit, ne, wir denken alle an die Natur, wir wissen, wir wollen umweltschützend vorgehen. Teilweise haben wir viel Wissen verlernt, weil auch Google und YouTube haben neue Richtlinien und die besagen, Heilkunde, Naturheilkunde soll shadow gebannt werden, also in den Schatten gestellt werden, soll nicht gefunden werden auf YouTube. Versteht doch, es ist ein totalitäres System, das in wenigen Jahren, und jetzt möchte ich keine Angst machen, sondern einfach nur das Bewusstsein schärfen, denn ich werde meine ganzen Geräte wegschmeißen, wenn es soweit ist, dass wir kein Bargeld mehr haben und dass sie überall reingehen können, werde ich alle meine Geräte wegschmeißen. Alle, ob Handy oder Computer. Ich möchte mit diesen Menschen, die zutiefst antimenschlich sind, nichts, aber auch gar nichts zu tun haben.
Vielleicht werden die Menschen dann ins Gefängnis gebracht, die sich weigern, an diesem System teilzunehmen, wie auch heute. Wir müssen ja machen, was die sagen. Aber das gehe ich ein. Wisst ihr, das Leben ist auch endlich und ich habe da gar nicht so viel Probleme mit dem endlichen Leben, weil stellt euch mal vor, man müsste 10.000 Jahre hier leben. Oh, ich werde bestimmt hoffentlich toi 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 alt werden, weil ich liebe das Leben. Aber so wie das jetzt in die Richtung geht, das ist sehr gefährlich. Gut, also ich bin nicht die Einzige, die sich über Umwelt Gedanken macht. Das sind natürlich auch die Greta-Anhänger. Greta Thunberg kennt ihr ja alle. Die war jetzt auf dem UN-Klimagipfel. Ich habe es ja, und da kann ich euch nur noch mal empfehlen, mein Telegram-Kanal. Warte mal, ich sage euch mal meine Abonnentenzahl, weil die steigt ja ganz, ganz langsam. Ich habe jetzt 331 Abonnenten auf meinem Telegram-Kanal. Wenn ihr @paulapiquet eingebt, kommt ihr auf meinen Nachrichtenkanal. Der ist sehr informativ und da mache ich immer so einen Rückblick. Das ist das, was ich ja jetzt hier machen will, immer wieder alle 10 Tage oder so. Ein Rückblick von allen möglichen Sachen, die ich an Nachrichten bekomme. Ich habe schon mal gesagt, ich lese nicht alles komplett durch. Das wäre mir gar nicht möglich. Oder ich mache ja auch Vorträge rein oder Dokumentarfilme, die über zwei Stunden gehen. Es ist rein informativ, man kann sich das immer wieder angucken. Man kann die Punkte zusammensetzen und verstehen, die Zusammenhänge besser erkennen. Ja, CBD-Öl haben sie jetzt auch schon wieder verboten. Genau. Aber Crystal Meth, genau, für kleine Kinder Ritalin gibt es doch auf Rezept. Wie gesagt, 36.000 bis 40.000 Nebenwirkungen, Tote von Nebenwirkungen von der Pharmaindustrie wird auch ganz klein gehalten. Ja, und warum die Leute Krebs kriegen und weil sie auch nicht erkennen, wie viel Stress sie zu bewältigen haben. Der Stress, und das finden immer wieder mehr Wissenschaftler heraus, der Stress ist die Ursache fast jeder Krankheit. Fast jeder Krankheit. Also wenn du in einem Stressmoment, sagen wir mal, irgendwas ganz Schlimmes passiert und du liegst dann auf dem Boden und man würde dir dann dein Blut abnehmen, würde alles dafür sprechen, dass du todkrank bist, macht man das 2 Stunden später, wenn du dich beruhigt hast und dann dein Blut abgenommen bekommst, dann sieht alles wieder relativ gut aus. Ja, unser System im Körper schützt uns. Und man muss erkennen, wo man sich selbst stresst, wo der Stress, der von außen kommt, überhaupt nicht wirklich dein Stress ist. Das ist diese Illusion, die aufgebaut wird, diese Angst, die aufgebaut wird. Und Greta, die bei dem UN-Gipfel jetzt war, die hat eine absolute Angst gehabt. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber ich habe es auch gepostet. Es gab ja übrigens 1992, da war ich junge 20 Jahre alt, da gab es auch ein Mädchen, die hieß Severn Suzuki. Die war 12 Jahre und hat vor der UN in Rio de Janeiro damals gesprochen. Die hat das alles schon gesagt. Nicht so böse wie die Greta und nicht so wütend. Und eigentlich wirkt sie schon fast, sie wirkt so, als ob sie verdammt viel Wut hat. Sie hat auch gesagt, wie könnt ihr euch das wagen? Ja, wie können sie sich das wagen? Es ist eine Gewaltherrschaft, in die du reingeboren wurdest, Greta. Wach doch auf. Willst du gegen die Gewaltherrschaft vorgehen? Dann solltest du erstmal dich um den Frieden kümmern. Denn, wie man herausgefunden hat, und das habe ich immer wieder auf Fridays for Future geteilt, ist die NATO und die US-Armee der Hauptverantwortliche für CO2-Ausstoß, also der größte CO2-Ausstoßer und der größte Umweltverschmutzer. Kapiert? Und dann kommen die und werden so verrückt, weil die Greta ja jetzt auch so durchdreht, ne? Und fangen an, irgendwelche SUV-Fahrer anzugreifen, ihnen das Auto zu beschädigen, weil sie Auto fahren. Ich fahre seit 12 Jahren keine Autos mehr, aber ich würde niemandem empfehlen, anderen etwas zu zerstören. Und wie gesagt, das ist Gewalt. Es beginnt damit, die Indoktrination ist so stark, dass sie es kaum noch ertragen können, wenn ein anderer noch anders denkt und handelt. Das ist gefährlich. Nur so viel dazu. Hallo, hallo, ihr Lieben. Jetzt kommen wieder welche rein.
Das ist das Video, was du gerade angesprochen hast. Ja, das Video. Genau. Ich habe das jetzt, ich werde es einfach mal googeln. Ich hoffe, ich finde das irgendwie. Bestimmt, weil Greta ist in aller Munde. UN, Greta, UN. Die tut mir ja leid. Also ich meine, all diese Nachrichten, die ich heute mit euch bespreche, die sind in meinem Telegram-Kanal. Ihr könnt sie alle lesen. Manchmal sage ich eine Kleinigkeit dazu, aber eigentlich will ich mich raushalten. Ich will, dass jeder seine eigene Meinung bildet. Nicht wie die Bild-Zeitung mit ihrem Spruch, was natürlich völlig fehl am Platz ist. Da muss man immer, wenn das Gewaltherrschaftssystem euch was Schönes sagt, dann müsst ihr das umdrehen. Bild dir deine eigene Meinung, heißt in dem Fall, wir bilden dir deine Meinung. Ja? All diese Sachen werden ja umgedreht. Alles, eigentlich alle, fast alles. Ihr könnt es umdrehen und dann versteht ihr, was sie meinen. Inklusion heißt Separation, ja. Kinder zu Kinder, Alten zu Alten, Menschen mit Behinderung zu Behinderung und Arbeiter zu Arbeiter. Ja, und dann wirst du auch noch ausgegrenzt mit den Nicht-Arbeitenden. Oh, die werden ganz schlecht behandelt in diesem Gewaltherrschaftssystem und Gelddiktatur. Das will ja nicht. Was sollen wir machen? Geld abschaffen. So, also diese Greta Thunberg, die weiß, ihr müsst, ich muss meine Kamera dann umdrehen. Ich muss meine Kamera umdrehen, denn da dieses Gesicht, ihr müsst es sehen. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ich weiß, aber da kann einem dieses Mädchen leid tun. Ich habe eigentlich keine wirklichen Worte. Ich habe es schon vor langer Zeit gesagt, ein Mensch mit Asperger-Syndrom. Der wird irgendwann durchknallen, wenn er merkt, dass er benutzt wurde und gar nicht vorankommt. Ihr müsst euch ja auch mal überdenken darüber. Also die laufen da zu Millionen auf der Straße. Ah, und in Afghanistan auch. Das habe ich ganz vergessen zu sagen. In Kabul gab es ein Fridays for Future. Stellt euch das vor. In Kabul. Und warum, Leute? Die Open Society Foundation ist überall drin. Und soll ich euch noch eine Zwischennachricht geben, die auch auf meinem Telegram-Nachrichtenkanal, ich sage es jetzt öfter, damit ihr auch versteht, weil ich mache auf Facebook kaum noch Nachrichten. Ein paar schöne Nachrichten. Damit es der Algorithmus kriegt, was er will. Ein paar schöne, manchmal auch so und so. Aber die wichtigsten Sachen werde ich nicht mehr auf Facebook posten. Ich gebe dem Algorithmus, was er will, damit ich in Ruhe gelassen werde. Schön ist es nicht, aber man hat ja Ausweichmöglichkeiten. Deswegen rede ich über meinen Telegram-Nachrichtenkanal. Verstanden? Gut, sehr gut. Eine kleine Zwischennachricht, die ich machen wollte. Wo habe ich es aufgeschrieben? Ah, ganz interessant. Nur damit ihr versteht, welche Agenda dahinter steht. Die neue slowakische Präsidentin, ja, die Susanna Kaputova, ist eine Umweltaktivistin und kommt von, na, sag, Open Society Foundation. Das heißt, George Soros mit seinen vielen Milliarden hat eine Agenda aufgebaut, die in ganz Europa und auch teilweise auf der Welt dafür sorgt, dass diese Klimadebatte und Klimaagenda durchgezogen wird. Versteht ihr das? Das sind nicht kleine Gretas. Aber die kleine Greta, ich glaube schon, dass sie es ernst meint. Und ich habe schon mal gesagt, ich finde es verantwortungslos, ein kleines Mädchen so durch die Welt reisen zu lassen, auch von den Eltern her, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mische mich da aber nicht ein, weil jeder ist frei, das zu tun, was er möchte. Ja? Aber sie tut mir leid, sie wird benutzt. Sie geht, eine große Agenda steht dahinter. Sie geht also von Institution von Davos über die EU, über die UN. Sie hat jetzt den Menschenrechtspreis der Amnesty International. Menschenrechtspreis? Sie geht doch für die Klima, fürs Klima. Ach, sie rettet uns. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Sie rettet uns. So, ich probiere das jetzt mal hier anzumachen. Ja, ein kleiner Teil von der Tagesschau hier sehe ich gerade 2 Minuten, weil das ist ja, das ist, die hat auch noch mehr gesprochen. Ich habe übrigens auch auf meinem Ein Saal voller Telegram-Nachrichtenkanal, Staats- und Moment, Regierungschefs und ein Moment, Mädchen, das ihnen ins Gesicht. habe ich natürlich die komplette Klimadebatte reingestellt. Wer sich natürlich die paar Stunden hinsetzen möchte und sich das, ich habe da so durchgeklickt und geguckt, was manche Präsidenten gesagt haben. Der Herr Trump, der war ja nicht da, der Präsident Trump, der Amerika war nicht da. Er ist aber dann gekommen, also er hat andere Staatschefs begrüßt,
auch in meinem Telegram-Nachrichtenkanal, wen er da begrüßt hat, außerhalb des der Klima-UN-Gipfels. Denn er hatte keine Lust eigentlich dahin zu gehen. Er sagt ja auch ganz offen, dass er an diese ganze Klimadebatte gar nicht glaubt. Darf er auch? Ist auch okay so, finde ich. Wir sind ja frei, ne? Meinungsfreiheit, oder? Oder? Und ihr hättet auch noch das Bild, aber das habe ich jetzt nicht hier auch auf meinem Telegram-Kanal, aber zu sehen. Trump ist dann doch hingegangen und die Greta stand da hinten und hat so angewidert, bösartig geschaut, als der Trump einfach an ihr vorbeigegangen ist, ohne sie anzugucken. Wer ist Greta? Denkt sich Trump. Und Greta denkt sich, du Arschloch, Trump läufst einfach an mir vorbei. Dabei solltest genau du zuhören. Aber sie hat doch gesagt, sie trifft sich nicht mit ihm. Oberlehrermäßig mit 16. Hat sie doch gesagt, ich treffe mich nicht mit Trump. Mit solchen Leuten treffe ich mich gar nicht. Na bitte, du kriegst, was du willst. Hass. Ignoranz. Alles, was du, also nicht nur Greta, sondern du und ich, was wir geben, kommt auch wieder. Das ist diese Resonanz, die wir haben. Ja? Du kriegst das wieder. Wut kommt wieder Wut. Steck doch mal Liebe rein. Aber da komme ich noch später dazu. Jetzt gucke ich mal hier bei dem... Gewissen redet. Moment. Mit Übersetzung sogar. Jetzt passt mal auf. Also dieses Gesicht, das tut mir echt leid und bräuchte eigentlich vielleicht einen Entspannungstee oder sowas. Ne? Ich drehe mal die Kamera jetzt um. Wartet mal. Und fordert sie zu sofortigem und mutigem Handeln auf. Jetzt. Ihr kommt zu uns Jungen auf der Suche nach Hoffnung. Ihr habt meine Träume und meine Kindheit zerstört mit euren leeren Worten. Ganze Ökosysteme kollabieren. Wir stehen vor einer Massenauslöschung und ihr redet über Geld und erzählt das Märchen des ewigen Wachstums. Was fällt euch eigentlich ein? Lösungen will auch Antonio Guterres sehen, deshalb sind bei diesem Gipfel nur konkrete Projekte angekündigt werden. Konkrete Projekte, ja. Wir haben ja auch, dann hat die Bundesregierung ja auch ein Klimapaket erstellt. Da muss man muss ja was tun, wenn die Greta das sagt, dann muss man was tun. Greta braucht einen Boyfriend. Naja, ich habe also heute Nacht, mir war ein bisschen langweilig und dann habe ich mal geguckt, so die Mutter ist ja auch Sängerin, was sie so gemacht hat, die ist auch ein bisschen, naja, guckt es euch selber an. Guckt es euch selber an. Also, jetzt rauche ich mal wieder zur Entspannung und zum kreativen Denken. Steve Powder, du bist super, genau das braucht's. Und eine Deprogrammierung von ihrer Mind-Control-Massenauslöschung ist von 5G ausgehend, nicht von natürlichem CO2. Ja, darauf wollte ich noch eingehen, Steve, ja. Wunderbar, wunderbar, dass du das einbringst. Also 5G steht hier genau auf meinem Zettel. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Hier 5G, ja, ist andersrum. Das steht auf meinem Zettel. Weil wir gehen ja am Thema vorbei. Also dieses Mädchen hat erstmal extreme Angst und diese Angst und diese Wut, wie könnt ihr über Geld reden? Na, Baby, wir sind in einer Gelddiktatur. Wie können wir über Geld reden? Volli, ob sie jetzt einen Boyfriend braucht, weiß ich jetzt nicht. Sie sieht eher aus wie 12. Ich glaube nicht, dass sie an Sex denkt. Sie ist auch noch nicht wirklich ausgebildet, so als Frau. Ich glaube, die ist noch nicht abgeschlossen. Die braucht noch 1-2 Jahre, bis ihr Körper abgeschlossen ist und vielleicht auch ihr Geist. Ne? Denn sie ist noch in der Wachstumsphase. Ne? Und deswegen darf man Fehler, die sie macht, auch natürlich verzeihen. Bei so einem Mädchen verzeihe ich natürlich, auf jeden Fall. Sie ist nämlich indoktriniert von den Eltern und die haben ja ein Buch, kurz bevor sie auf die Straße gegangen sind, haben sie ein Buch über das Klima und so weiter geschrieben. Die Mutter mit einem Auge und Pizza. Ja. Also, und sie begibt also jetzt diese Angst und diese Verzweiflung und diese Wut. Also wir haben ihr die Zukunft geraubt. Noch lebt sie. Sie hat auch noch eine Zukunft. Diese Dramaturgie, ich habe es euch gesagt, die Open Society Foundation hat ein Buch im Jahre 2016 veröffentlicht, nicht veröffentlicht, sondern gesponsert, die
ganz klare, in diesem Buch stehen ganz klare Anweisungen, wie man die Klimahysterie in die Gesellschaft bringt. Okay, es ist eine Agenda, nichts weiter. Es läuft alles in Agenden hier. Nur wir kleinen Leute haben keine Agenda. Also wir bauen gerade eine auf mit der Versammlung der alternativen Medien. Das ist eine Möglichkeit. Die Leute gehen ja auch schon auf die Straße. Ja. Aber das reicht ja noch gar nicht. Es muss wirklich noch mehr passieren. Und zwar im Bewusstsein, dass ihr im Frieden seid, dass ihr mit euch zufrieden seid, dass ihr keine Ängste habt. Denn diese ganzen Agenten werden gespeist durch Angst. Die ganze Promotion wird gemacht, wenn du nicht tust, was wir sagen, kommst du ins Gefängnis. Wenn du das nicht machst und das nicht machst, kriegst du deinen Job nicht. Wenn du in der Schule nicht aufpasst, nicht hingehst, kriegst du Stress. Überall, überall Angst, Angst, Angst. Und dann fragen sie sich, warum die Leute krank werden. Karin, okay, sorry, ich muss raus, mein Blutdruck entgleist. Nein, Karin, bleib doch in deiner Mitte. Siehst du, das ist das, was ich meine. Bleib doch in deiner Mitte. Egal, ob du mit mir übereinstimmst oder nicht, es ist doch auch nur mein Gedanken. Meine Gedanken sind das, die ich hier euch weitergebe. Es ist doch mein Abbild der Realität. Die muss nicht stimmen. Ihr braucht also nicht, euer Blutdruck braucht überhaupt nicht zu entgleisen. Weder was ich sage, noch was Greta sagt. Bleibt in eurer Mitte, denn wir haben alle eine verschiedene Arten von Abbildern der Realität. Denn die Realität gibt es in dem Sinne nicht. Die gibt es nur, wenn wir es zulassen, also wenn du also zulässt, dass dein Blutdruck jetzt entgleist, dann bist du dafür verantwortlich. Gibt keinen Grund. Christian sagt nicht, die Straße löst die Konflikte, nur der Bewusstseinswandel in jedem selbst. Richtig, Christian. Das, und da will natürlich keiner arbeiten. Das ist ja, oh, das wäre ja zu leicht. Das wäre ja zu leicht. Oh ja, okay, ich bleibe in meinem Frieden und dann wird die Welt besser. Ja! Denn das ist ja wie eine Ärgerniskette, gibt es auch eine Liebeskette. Das heißt, wenn ich dir Gutes tue, tust du auch weiter Gutes, weil du es gesehen hast. Wir sind wir machen Nachahmung. So sind wir Menschen. Ja, wir ahmen nach, was der andere tut. Also bist du doch derjenige, der nach außen hin zeigen kann, wie du Konflikte löst, wie du Probleme löst, wie du überhaupt mit anderen umgehst, wie du mit dir selbst umgehst, wie du mit deinen Krankheiten umgehst, wie du mit der Gesundheit umgehst. Denn das ist viel wichtiger, die Gesundheit zu erhalten, als die Krankheit zu bekämpfen. Hat ja vorhin auch jemand gesagt. Wir haben eine Krankheit. Die Krankheit ist wichtig, um die ganze Gesellschaft niedrig zu halten. Und dafür ist Stress verantwortlich. Denn der Mensch ist ja geboren, um zu leben. Doch nicht Papiere auszufüllen, arbeiten zu gehen für andere. Arbeiten tut der Mensch immer, das sage ich auch. Der Mensch ist nicht faul. Er kann sich gar nicht erlauben, faul zu sein, sonst würde er innerhalb kürzester Zeit sterben. Versteht ihr? Einfach sterben. Wir können nicht faul sein. Und es ist auch ein Urinstinkt in uns, weiterzuleben. Und deswegen wirst du dann auf die Suche gehen, nach was zu essen, dir ein Haus über dem Dach bauen, ein Dach über dem Kopf bauen und so weiter. Steve sagt, genau so ist es. Deal with your own emotions. Durch die Integration und Harmonisierung unserer Emotionen können wir uns erst mit der Lebensenergie verbinden, die unter den Emotionen, die nicht harmonisiert werden, Emotionen sind. Und so wachen wir erst wirklich auf. Emotionen, die nicht harmonisiert werden, werden dann zu Krankheiten. Voilà. Manche haben es hier verstanden. Carsten Schmelzer, danke für die Wiederholung. Genau, Krankheit, Gesundheit. Denk doch mal gut. Denk doch mal, dass das Leben schön ist. Ja? Aber all das und dieses junge Mädchen hat ihr ganzes Leben noch vor sich. Ihr ganzes Leben noch vor sich. Sie bildet sich ja erst gerade. Die Synapsen fangen an, sich miteinander zu verbinden. Ja, sie hat doch nur ein kleines bisschen Wissen. Was sollen denn die Leute sagen, die schon 70, 80 Jahre sind und viel mehr Wissen haben? Gut ist es, dass sie anfängt. Und sie fängt ja, ich sage ja immer, ein Teil ist gut dabei. Ja? Ein Teil ist immer gut dabei, weil nämlich jetzt die Geldfrage kommt. Bravo Greta, dafür könnte ich dich jetzt knutschen. Aber ich wünsche dir, dass du gesund bleibst. Du darfst dich nicht so ärgern mit deinen 16 Jahren, sonst wächst du nicht mehr. Vielleicht wächst du deswegen auch nicht mehr, weil du hast das Essen verweigert, hat dein Vater erzählt in einer Presse.
Presse-Dings vor der Presse. Versteht ihr? Die hat das Essen verweigert. Die hat gesagt, oh, was für eine heuchlerische Welt. Ja, ihr fahrt ja, ihr Eltern, meine Eltern, also ihre Eltern, ihr fahrt ja immer noch Auto und ihr fliegt ja deine Mutter. Meine Mutter ist nach Tokio geflogen und zurück. Das könnten so viele Leute ernähren und so weiter. Hat da jemand eine Anfrage gestellt? Moment mal. Nee. So, und dann hat sie das Essen verweigert. Deswegen ist sie wahrscheinlich auch noch so klein. Du kannst doch nicht das Essen verweigern. Wenn du das Essen verweigerst im Wachstum, bleibst du stehen. Wer weiß, ob sie stehen geblieben ist. Steve, Trinität von Gedanken, Emotionen und Handlungen in Harmonie ist der Aufwachprozess. Synergien und den ganzen Dreck einfach loslassen, dann sind wir im Flow. Ja, macht euch doch Blutdruck hoch und runter. Macht euch doch nicht so einen Stress, Menschenskinder. Schlaft endlich aus. Macht endlich, wozu ihr Lust habt. Macht Feiertage, wann ihr feiern wollt und nicht, wann der Arbeitgeber euch einen Feiertag gibt. Was soll das? Abgerichtet sind wir abgerichtet. Und sterben wir vor Hunger, vor allem in Deutschland, wenn wir jetzt nicht mehr arbeiten gehen. Nein, ihr könnt euch nur keinen Luxus mehr leisten. Luxus, kaufen, 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 Plastik, Öl, fast überall ist Öl drin. Und dann kommen wir zu den Möbeln, Holz, alles ab. Wozu? Hatte man früher mal einen Schrank gebaut, ist der Schrank von Generation zu Generation. Ah, ist ja altmodisch, wir brauchen ja neue Schränke und so. Wenn er kaputt ist, keine Frage. Wenn man ihn nicht reparieren kann, keine Frage. Aber es ist dieses Wachstum, 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 das halt einfach die Greta jetzt mit Wut verstanden hat, dass sie über Geld reden. Es geht nämlich nur ums Geld. Es geht gar nicht um das Klima. Und was mich am meisten ärgert, ist, dass das Klima also dafür benutzt wird, um andere Themen, wie zum Beispiel 5G oder auch den Feinstaub in der Luft, den lassen wir mal zur Seite. Ne? Das macht nämlich wirklich krank. Klima, die NASA hat jetzt Bilder gezeigt und hat gesagt, die Gletscher wachsen. Was soll das? Was soll das? Wir wissen, es geht um Geld. Und Al Gore, der ja damit begonnen hat, ja, der hat über 200 Millionen Dollar damit verdient, mit dieser Klimahysterie. Ja? Alles auf meinem Telegram-Nachrichtenkanal zu lesen. Ich brauche hier keine Quellen einzugeben, seid nicht so faul und guckt euch selber diese ganzen Nachrichten an. Weltweite Nachrichten, denn wir sind am schlimmsten zensiert von der ganzen Welt, schlimmer als China. Wir kriegen die wichtigsten Informationen über YouTube gar nicht. Versteht ihr das? Wir sind am meisten zensiert von der ganzen Welt. Wann geht das in eure Köpfe? Wir können also nur ein bisschen blöd vor uns hinblöken. Hat man die Möglichkeit, mehrere Sprachen zu sprechen, kriegt man auch die in unserer Sprache. Übersetzungen gibt es da nicht. Und die werden dann auch gecuttet. Versteht doch mal. Unser Wissen ist eingeschränkt und davon leben sie seit Jahrtausenden, dass unser Wissen, wie damals mit der Bibel, ja, das einzige Buch, das nur Gelehrte von der Kirche und den Adligen lesen konnten, wurde vorgelesen den armen kleinen Menschen. Und das war das Wissen, was sie hatten. Und dann haben sie Angst bekommen, weil sie ja immer schuldig sind, bis sie ins Jenseits geraten. Und da muss man für sorgen, Himmel und Hölle, Angst. Angst, etwas anderes zu tun, als das, was man ihnen vorgibt. Das ist ein 2000 Jahre alte Geschichte. Christian sagt, Paula, Telegram-Kanal ist wirklich der Hammer. Ja, bitte, ich kann nur Werbung machen. Ich muss ja hier auch Werbung machen. Ich meine, ich mache hier nur Werbung, damit ihr da draußen und euren Freunden die ganzen Quellen benennen könnt, wenigstens. Also, dass ihr zeigen könnt, hey, Moment mal, ich lüge nicht. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Die ganze Welt lacht sich scheckig über uns. Oh ja, das ist auch nochmal so eine Sache. Wenn man sagt, oh Deutschland, ja, wie heißt dein Telegram-Kanal?
Paula Piquet. At Paula Piquet. Einfach eingeben, Paula Piquet auf Telegram. Installiert euch Telegram als App, Menschenskinder. Und wir werden auch weiterziehen, dann fange ich wieder von null an. Von null Abonnenten. Das macht mir gar nichts. Gar nichts. Es muss ein Recht auf Meinungsfreiheit geben und auf eine Möglichkeit, sich die Realität wenigstens so bunt gefächert darstellen zu lassen, wie nur möglich. Doch nicht immer dieses indoktrinierte Agenten-Presse-Geschichte. Das geht nicht. Ja? At Paula Piquet, unter dem Namen findet ihr mich überall und dann kommt ein Nachrichtenkanal. Ja? 331 Leute, wie gesagt, wenn Telegram auch nicht mehr geht, dann ziehen wir um. Dann fange ich wieder von null an, das macht mir gar nichts, es schadet auch meinem Ego nicht und mir ist egal, wie viele es sind. Hauptsache, ihr gebt weiter. Nein, ich habe heute noch nicht geraucht, aber ich habe eine Medikation, lieber Rachid, Siad. Ja, heute noch nicht, aber vielleicht später. So, nach wie vor gibt es dann gelbe Westen und was hat das mit dem Thema zu tun, Rachid? Aber ich komm zu dieser Pflanze, wenn du Gras mit Hanf meinst, komme ich gerne zu dieser Pflanze. Denn eine neue Nachricht, auch auf meinem Nachrichtenkanal, ist, dass man Batterien aus Hanf herstellen kann und sie besser sind als mit Lithium. Oh, kommt das nicht an eure Ohren? Ist das nicht in den Tagesthemen und Tagesnachrichten? Nein? Nein, ist es nicht? Danke, Christian Hoffmann. Christian Hoffmann hat gerade meinen Link zu meinem Nachrichtenkanal gepostet. Also, wenn der, wie hieß er nochmal gleich, den ich nicht selber kenne, Rachid Siad, Hanf, wurde verboten, weil man damit nicht viel Geld machen kann und wurde verschrien auf der ganzen Welt. Meine Großmutter hatte Hektare voll Hanf und sie hat gesagt, das ist die beste Pflanze der ganzen Welt. Und nicht nur, dass die Batterien, und ich habe schon mal gesagt, wir könnten das, den ganzen Computer aus Biomasse bauen, aber wer würde daran verdienen? Man könnte ja keine kleinen Kinder mehr ausbeuten für Gold und Lithium und so weiter und seltene Erden. Da könnte man gar kein Geld mehr mitmachen. Weil man kann 3 bis 4 Mal Hanf ernten. Und was macht Italien? Italien setzt Hanf ein, um die Böden wieder fruchtbar zu machen. Was für eine Pflanze ist, die so verschrien wurde. Eine Agenda. Eine ganz klare Agenda. Ich habe auch Zahlen gelesen, 80-90% der Medikamente wurden mit Hanf hergestellt in der Apotheke vor über 150 Jahren. Versteht ihr das? Karin, wieder da Tablette genommen, egal was wir uns aufklären, es wird kaum friedlich enden. Die 1% Elite will unseren Untergang und sie haben 70% Helfershelfer. Ich hoffe, Karin, dass du keine Pharma-Tablette genommen hast. Bitte nicht. Tu das nicht. Tut es nicht. Nehmt keine Pharma-Tabletten, es sei denn, ihr habt eine ganz schwere Infektion, die anders, außer mit Antibiotika, aber selbst da haben sie wieder auch Sachen gefunden, zu finden, auch bei der Frau Dr. Heidi Wichmann, die informiert mich immer über solche Sachen. In Österreich erlaubt, ja, jetzt, bei uns in Deutschland haben sie CBD wieder aus den Regalen genommen, lief wohl zu gut. Also, Hanf ist eine wunderbare Pflanze, nicht nur die. Viele Pflanzen sind sehr gut da draußen. Was habe ich noch? Gelbe Westen. Gelbe Westen in Frankreich letzten Samstag, während wir die Friedensparade gemacht haben, wurde schwer gewalttätig wieder eingeschritten von der Polizei, von der Gewaltherrschaft der französischen Polizei, was ganz schrecklich ist. Und alte Frauen auf dem Boden liegen und sie beschießen mit Gummigeschossen und Gas. Vergasen. Sie vergasen uns regelmäßig. Alleine, dass niemand auf die Straße geht und das Vergasen auf Demos einfach sich wünscht, dass das aufhört, das gibt es gar nicht. Also, wir müssten auf die Straße gehen und sagen, vergast uns nicht mehr. Hört auf, uns zu vergasen. Na gut, dann kommen wir noch zum Himmel und so weiter mit dem Aluminium. Hört auf, uns zu vergiften. Man müsste eine hohe Strafe draufsetzen, aber wie gesagt, die UN hatte, was das Kriegsrecht anbetrifft, die Umwelt rausgenommen. Seitdem die Umwelt rausgenommen wurde, wird einfach alles zerstört, was nur zu zerstören geht, damit man halt einfach Geld
damit macht. Dieter, was ich nicht wusste, ein E-Auto ist wegen der Batterie bis zu 1 Tonne schwerer als ein Verbrenner. Ja, nicht nur das. Du kriegst, wenn es anfängt zu brennen, wenn du einen Unfall hast, ich würde mir niemals ein E-Auto kaufen, wenn du einen Unfall in einem E-Auto hast, bist du gleich tot. Denn du verbrennst durch die Batteriesäure und du kannst es 2, 3 Tage nicht wirklich löschen. Und diese Batterie, um sie herzustellen, da kannst du 100.000 Kilometer mit deinem Dieselauto fahren. Ja? Das ist der gleiche CO2-Abdruck sozusagen, ja? Umweltschädigend. Das ist genau das Gleiche. Wobei ich das auch alles nicht weiß. Ich kann ja nur lesen, ich kann nicht alles studieren und schon gar nicht ganz konkret sagen, wie es ist, denn da streiten sich ja die Wissenschaftler auch. Versteht ihr? Ihr seht, ich muss noch eine rauchen, weil die Themen doch sehr... Und ich mag das nicht, wenn jemand von meinen Zuschauern sagt, sein Blutdruck steigt. Also dafür mache ich nicht diese Sendungen, diese Live-Informationen, damit dein Blutdruck da draußen steigt oder damit du dich aufregst. Bitte nicht. Ganz im Gegenteil. Ich möchte, dass ihr in eurer Ruhe bleibt, in eurer Mitte bleibt. Das ist doch nur ein Abbild dessen, was ich euch sage. Vielleicht habt ihr andere Eindrücke und so weiter, aber das könnt ihr ja auch mitteilen. Du bist die Gesundheit, die du benötigst. Da kann ich nur empfehlen, Bruce Lipton, Greg Braden, Gerald Hüther, Neil Donald Walsh. Es gibt so viele da draußen, die sich damit kümmern. Am Sonntag war übrigens eine Anti-5G-Demo. Antibiotika pflanzlich herstellen, sagt Christa, absolut richtig. Und es gibt es. Reni, ich nehme seit 2 Jahren keine Pharmamedizin mehr, ich nehme Alternative. Und Reni, wie fühlst du dich dann? Sag mir bitte, schreib rein, wie du dich fühlst. Ich nehme übrigens gar keine. Und ich bin geboren mit dem offenen Rücken nach innen. Ich soll ganz schwere Nerventabletten nehmen für meine Schmerzen. Tue ich aber nicht. Ich habe mir eine Medikation geholt und darf jetzt legal rauchen, wenn ich es brauche, für meine Schmerzen. Und mir geht es gut. Ich bin 47 Jahre alt. Ich bin bald 50. Und ihr seht, mir geht es gut. Ich kann tanzen, ich kann lachen, ich kann lieben, ich kann Spaß haben, weil ich nämlich keine Pharmaindustrie-Tabletten nehme. Christian sagt übrigens, Solarzellendächer löschen wurde vom Bundesfeuerwehrband intern untersagt, wegen zu vielen Todesfällen unter den Feuerwehrleuten. Ja, also die Wissenschaft nochmal, die Wissenschaft muss freigelassen werden. Sie soll unabhängig von dieser Gelddiktatur, von diesem Finanzimperium stattfinden. Wir müssen die Wissenschaftler freilassen. Wir sind dafür verantwortlich, wir Bürger, denn wir wollen wissen, wie sieht die Luft aus, wer verpestet was, was wollen wir, was wollen wir nicht. Nicht eine Firma, die irgendwann dann einen ausbildet. Die machen eigene Universitäten, die Firmen sogar. Eigene Doktortitel und Professuren. Die machen das einfach. Google auch und die ganzen anderen. Die machen das einfach. Warum machen wir das nicht? Warum machen wir das nicht? Warum tun wir uns nicht zusammen? Warum fordern wir nicht endlich mein ausgedachtes Ding, hier habe ich in der HFP eingebracht, Steuergeldausgaben mit Bestimmung. Bürgerliche Steuergeldausgaben mit Bestimmung. Damit wir bestimmen können, wir geben so und so viel Prozent unserer Steuern den Wissenschaftlern, so und so viel Prozent für freie Schulen, so und so viel Prozent aber bestimmt keine und die meisten werden da nicht ein Kreuz machen für Waffen. Sie machen mit uns, was sie wollen, weil sie uns in der Hand haben. Mit Gewalt nehmen sie uns kriminellerweise unsere Steuern weg. Kriminell, hochkriminell. Ja, also teilt euer Wissen bitte. Kurkuma mit Honig, genau. Ich habe ja hier immer Zimt mit Honig. Zimt, Ingwer und Honig. Zimt und Kurkuma sind sich relativ ähnlich. Mir geht es gut. Tauscht euch aus. Ich finde das wunderbar, was ihr hier schreibt, was du nimmst und was. Nimm keine Pharmatabletten mehr. Die machen dich, es hieß Paracetamol und Ibuprofen, machen empathielos. Versteht ihr das? Da fühlst du nichts mehr mit anderen. Dann ist es dir scheißegal. Willst du das? Guck mal, mit Honig, Knoblauch, genau, Zitrone, ja. Hallo Mama, Mama ist auch dabei, hallo. Fantastische Arbeit, Paula. Ich freue mich auf die upcoming alternativen Medienkonferenz. Am 30.11. findet die statt in Berlin. Bitte meldet euch bei der Versammlung der Versammlung der alternativen Medien at
protonmail.com. Alle, die bloggen, die für Gesundheit und Umwelt und für sonstige politische Themen, für Finanzen und Wissenschaft und Wirtschaft und alles einstehen, für den Frieden, bitte meldet euch dort, wenn ihr kooperieren wollt. Auch aus dem Ausland, schickt es auch gerne an andere. Ja? Leben, machen wir das alle, liebe Leute, das Kontrollsystem, die Matrix fällt jetzt. Transzendieren wir es jetzt in Liebe, alles Liebe. Ja, also absolut richtig, Steve, du hast auch einen tollen Vortrag gehalten über 5G, aber leider ist er nicht gelistet auf YouTube, hatte ich dir vorhin geschrieben, musste mal gucken, warum und wieso. Ich habe jeden Tag mit Gelenkserkrankungen zu tun. Kräutermischungen haben schon oft bewiesen, sie wirken. Ja, Dieter, ich habe, wie gesagt, von Geburt an einen offenen Rücken nach innen. Ich habe eine Knochenmissbildung und habe Nervenschmerzen seit meiner Geburt. Und schaut mich an. Ich wäre kaputt, hätte ich seit der Jugend diese Pharma-Geschichte genommen. Meine Leber wäre kaputt, die Niere wäre kaputt, wahrscheinlich wäre mein Gehirn auch kaputt. Aber das tue ich nicht. Ich glaube Ihnen nämlich nicht. Karin, man könnte unaufhörlich weinen. Es ist alles traurig. Oh, Paula, hast recht. Wollte dich nicht beunruhigen. Sorry, Greta ist ein rotes Tuch. Durch meinen Hashimoto geht das mit dem Blutdruck schnell. Da soll es keine Alternativen geben. Warte ab, Karin. Ja, auch hier kannst du auch mit anderen diskutieren. Wenn jemand was weiß, bitte schreib die Karin an. Ja, ich kenne mich jetzt da selber nicht persönlich aus. Aber diese Traurigkeit, Karin, die musst du versuchen zu lösen. Geh in deine Herzensenergie, in deine persönliche Liebe hinein. Such dir Menschen um dich herum, die dich stärken und nicht schwächen. Versteh doch, lass diese Illusion nicht auf dich einprassen. Lass sie abprallen. Und wenn du erkennst, dass es eine Illusion ist, hast du den ersten guten Schritt gemacht. Dich nämlich nicht aufzuregen, in deiner Mitte zu bleiben. Denn alle Zellen in dir verstehen, wenn Stress auf dich zukommt. Also liegt es an dir, was du als Stress erkennst. OPC Weintraubenextrakt. Spina bifida? Nein, eine Art. Das nennt sich Tethered Cord Syndrom. Ist ganz selten. Ja, der Neurochirurg, der mich damals operiert hat im Jahre 2000, der hat gesagt, heutzutage würde man der Mutter empfehlen, abzutreiben. Ich bin froh, dass meine Mutter mich im Jahre 1972 zur Welt bekommen hat, als es noch keine Fruchtwasseruntersuchung gab. Sonst gäbe es mich hier nicht. Und dann hätte auch hier die liebe Karin keinen Bluthochdruck bekommen. Ja? So hängt alles miteinander zusammen. Du brauchst keinen Extrakt aus Plastikdosen. Ja. Weihrauch und in die Natur. Kann Karin, setze dich mit Johann Biaxis auseinander. Siehst du? Hier, Reni schreibt dir. Bitte melde dich da, Karin. Melde dich da. Wir müssen füreinander da sein. Wenn jemand was Besseres weiß, helft den anderen. Die da draußen helfen euch nicht. Die wollen nur, dass ihr Geld zahlt in den Apotheken und glaubt, dass ihr euren Blutdruck hinkriegt, dass ihr euer Krebs hinkriegt, dass ihr eure ganzen Krankheiten hinkriegt. Mike, ich muss leider auf pharmazeutische Mittel zurückgreifen, weil ich ein Transplantatorgan habe. Das ist natürlich eine Sache, die auch sehr schwer ist. Hashimoto ist autoimmun und kein einfaches Thema. Moderator Sport kann wie immer gut helfen. Vor allem die Liebe. Hör die beste Musik. Schlaf so viel du kannst. Mach dir das schönste, beste Essen, was dir gut tut. Lade Freunde ein, die du lieb hast. Tu genau das den ganzen Tag lang, 24 Stunden, was du für richtig hältst. Und du wirst sehen, es wird dir besser gehen. Wie gesagt, ich lebe mit meinem Tethered Cord Syndrom seit meiner Geburt. Und komme mit Musik, hauptsächlich mit Musik, mit Liebe und mit Hilfe von Cannabis recht gut klar. Ich nehme keine Pharmaindustriemittel. Und manchmal habe ich wirklich 6 Monate Schübe, Nervenschmerzen, Schübe. Hier ist die Lösung. Hier und hier im Herzen. Das ist die Lösung. Das ist die Lösung. Wenn ich das manchmal erzähle von meiner Krankheit, was? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Wenn man genau hinguckt, hinke ich rechtzeitig auch. Weil sie zu spät den Lipom, der mitwachsend war von Geburt an, erkannt haben, der im Spinalkanal war. Ich wäre fast
zur Querschnittslähmung gekommen. Also ich habe massive Schmerzen vom Lendenbereich aus nach unten in die Beine. Okay? Und jetzt kommen wir mal wieder zu uns, Karin, weil das war. Ja, aber wegen Greta darfst du dich doch nicht aufregen. Das ist das, was ich beschrieben habe. Diese Wut dieses Mädchens, diese Angst dieses Mädchens geht weiter und weiter und weiter und weiter. Und alle, die das sozusagen verbreiten und weiter und weiter und weiter. Deswegen versuche ich da auch zu sagen, hey, diese Angst dieses Mädchens ist nicht berechtigt. Denn sie wird noch ein ganzes Leben vor sich haben und sie wird auch nicht daran sterben. Das hat schon 1992 diese Severin Suzuki gesagt vor dem UN-Klimarat 1992 in Rio. Was hat sich verändert? Es ist ja noch schlimmer geworden. So, ich denke, das war es erstmal. Also wie gesagt, es gibt weitere Informationen, auch über Epstein. Jetzt ist ein Freund von Clinton verhaftet worden, der ziemlich häufig mit Clinton und Epstein zusammen auf diese Insel gegangen sind und da irgendwie junge Mädchen hatten. Es werden Leute eingesetzt, politisch natürlich überall, auch gerade Präsidenten und so weiter, auch wenn es so verdeckte Putschs gibt, die einfach entweder von den großen Banken kommen oder auch von dieser Umweltagenda, also von Open Society Foundation, die da am meisten die Leute ausbildet. Jetzt ist diese Luisa, die Neubauer oder Neubauer, die ist jetzt beim Stern engagiert und schreibt jetzt auch noch den ganzen Mist von Open Society Foundation. Ja, ich kann euch nur empfehlen, dass ihr ab und zu einfach mal auch andere. Sie war übrigens, Greta war ja auch bei Obama. Ich meine, Obama hat über 26.600 Bomben auf Menschen geschmissen. Warum tut das Mädchen das? Warum erzählt man ihr das nicht? Warum gibt es keinen, der sie da indoktriniert und sagt, hallo, du gehst gerade zum Menschen, der für Millionen von Toten zuständig, oder zehn, lassen wir mal, Zehntausende von Toten und Verletzten zuständig ist, zu dem gehst du und dem schickst du die Hand. Ich hätte ihm mal da auch mal eine Ansage gemacht, Greta. Ja, dann natürlich auch der Konflikt mit Saudi-Arabien und Jemen und Iran und Amerika. Es geht ja auch wieder um Öl. Guckt euch das an. Dann geht es um auch in Deutschland wieder zurück um die eine BAMF-Leiterin. Anklage wurde erhoben gegen eine frühere BAMF-Leiterin, weil sie da betrogen hat und Abschiebungen verweigert hat oder einfach so getan hat, als ob sie nicht sein sollen. Ja, Fridays for Future, es gibt heftige Kommentare, da haben andere mehr gesammelt, weil ich mit Dummheit habe ich nicht so viel am Hut. Also es gibt so Zusammen, sagen wir mal, Dummheit ist ja blöd, die zusammenhanglose. Also es wurden junge Menschen interviewt bei Fridays for Future und die Kommentare, die kamen, waren einfach zusammenhangslos und ohne Logik. Aber es ist, wie es ist. Was habe ich hier noch? Ach so, Google hat den größten Quantencomputer gebaut. Nur damit ihr das wisst. Und wer hilft ihnen da? Wer hilft ihnen da? Aus Jülich werden sie, aus Deutschland wird ihnen geholfen. Deutschland hilft überall, wo es darum geht, Leute zu indoktrinieren. Ja, im Berliner Abgeordnetenhaus ist es ja nicht nur so, dass sie jetzt, also die haben sich 2.300 Euro circa erhöht, ihre Diäten. Aber jetzt haben sie noch einen draufgepackt und haben die Rente auch noch mal erhöht. Dabei ist Berlin pleite. Also die haben sie alle nicht mal alle. Aber das ist halt, was sie machen wollen. Ach, nicht zu vergessen, Peter Weber. Peter Weber ist ja auch ein Blogger. Er ist Industrieller, relativ konservativ, aber sympathisch.
Der macht jetzt diese Interessenvertretung Bürgerforum. Meldet euch bitte dort an, denn da wollen wir auch alle zusammenkommen. Ich werde Peter Weber für RT Deutsch genau in einem Monat am 24.10. interviewen, weil da geht es dann auch los. Also Interessenvertretung Bürgerforum. Das sind wir mit unseren Themen. Ihr solltet euch vielleicht daran beteiligen, denn ich mag das Wort ja nicht mehr Demokratie. Demokratie, es ist ja keine. Es ist ja keine Demokratie. Wir haben hier eigentlich wenig zu sagen, deswegen müssen wir uns bündeln und dann sind wir kräftiger. Je mehr Menschen wir sind, desto besser sind wir. Weil das ganze Ding hier weltweit, das sind vielleicht 2, maximal 3.000 Menschen, die daran beteiligt sind. Ihr wisst ja, 8 Menschen haben so viel Geld wie 50% der ärmeren Bevölkerung weltweit. 8. Also es sind die, eigentlich kannst du, wahrscheinlich sind es nur 1.000, ich weiß es nicht, ich habe diese Recherche nicht gemacht, aber es sind vielleicht 2.000 Leute, die das ganze Ding drehen, weil sie das Geld haben. Und dann sollen wir tanzen nach deren Pfeife? Ich nicht. Also ich nicht, deswegen, also hier aufstehen hat ja nicht geholfen, ne? Wurde ja kaputt gemacht. Denn die waren zu friedlich und haben sich mit zu vielen Menschen verstanden. Das darf ja nicht sein. Also gibt es jetzt halt von Peter Weber initiiert diese Interessenvertretung Bürgerforum. Ich habe mich angemeldet, ich will dabei sein. Ich hoffe, ihr seid auch dabei. Okay, jetzt kommen wir zum Schluss. Eins sage ich noch hier, eins auch auf meinem Nachrichtenkanal. Ja, da war er von der Taz, war eine Meldung über den Herrn Ganser. Ja, dass er natürlich Verschwörungstheoretiker ist, der Historiker Daniele Ganser, den ich auch interviewen werde am 18. Dezember in der Schweiz, in Basel, bei ihm im Büro. Und da in dem, also das müsst ihr euch reinziehen, da, allein die Überschrift, schlimmer als ist, na, schlimmer als Daniele Ganser ist das Publikum. Okay? Verstanden. Ja, mache auch bei Peter mit. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also. Pleitewelle unter den Autozuliefern rollt. Na klar, natürlich. Das wird hier. Dann gibt es auch so eine Pyramide, die würde ich auch auf meinem Nachrichtenkanal. Gibt es eine Pyramide, wie man also sich auch verhalten kann, um zum Beispiel hier in diesem System nicht mehr so viel zu schädigen. Und da fängt es unten an. Also nutze, was du hast, dann repariere, was du hast, dann mache selber, leihe aus, tausche, kaufe gebraucht und ganz oben, wenn man gar nicht mehr anders kann, kaufe neu. Okay, also das sind solche Gedanken, die man halt haben sollte. Ah, mein Schatz ist auch hier drin. Hallo. So, Mama ist auch hier drin. Ja, meine Familie gehört auch zu. Sehr gut. Ja, also wir sind nicht getrennt von der Natur. Das müsst ihr verstehen. Lasst euch nicht von der Natur trennen. Ihr seid Teil der Natur. So, und ganz am Schluss, ach, eine Sache muss ich leider noch sagen. Also es gibt hier leider eine Bild, ein Bild, ein Kommentar oder ein Artikel. Es gibt 125 Minderjährige, die in Hessen verheiratet sind. Wie das geht, verstehe ich nicht. Aber ich glaube nicht, naja, doch, man kann ja mit 16 heiraten, wenn die Eltern es erlauben. Das geht auch. Ich meine, heiraten kommt sowieso nur von der Kirche. Kann man machen, muss man nicht. So, natürlich hat man auch Vorteile, wenn man heiratet. Ne? Und der eine muss mehr Steuern zahlen als der andere. Das ist der kleine Trick. Ja, und ich meine, wer ein bisschen so die Zusammenhänge noch finden kann, ist klar, da gibt es einen Artikel von 2016 aus dem Handelsblatt. Also da war es halt so, dass die 2016 beschlossen haben, also die Rockefellers verlieren die Lust am Öl. Exxon, Standardöl und Co. Haben vor 3 Jahren schon eigentlich gesagt, dass sie keine Lust mehr haben und da auch nicht mehr ihr vieles, vieles Geld investieren. Deswegen kriegen wir wahrscheinlich jetzt eine neue Agenda. Also immer schön die Punkte verbinden. Übrigens hier die Punkte verbinden kann man auch auf YouTube ganz gut anschauen. Verbinde die Punkte heißt es. Ja, ich glaube, ich bin soweit durch.
Ich habe ja jetzt auch, ich bin jetzt auch Sprecherin bei NTV News, News 23, also N23. Und das mache ich ganz gerne, weil ich einfach auch helfen will, dass mehr Nachrichten an die Leute kommen. Und ihr solltet auch mithelfen. Verbreitet also euer Wissen, ob ihr das im Internet macht oder privat, persönlich, ist völlig egal. Macht es einfach. Das Wissen darf nicht eingedämmt werden. Wissen muss frei bleiben. Ganz frei. So, also würde ich sagen, komme ich jetzt zum Schluss und da lese ich euch dann, um zur Beruhigung des Blutdrucks. Ich rauche ja noch nicht mal viel. Oh. Gott sei Dank gehen die immer aus, da muss ich nicht eine nach der anderen rauchen. Ich rauche übrigens keine Zigaretten, will ich euch nur mal sagen. Ich rauche keine Zigaretten. Noch habe ich noch fast noch nie. Ich habe eine Zeit lang Camel geraucht, als ich jung war. Aber eigentlich habe ich, bevor ich Camel geraucht habe, habe ich auch Tabak geraucht. Und jetzt rauche ich auch den Naturtabak. Also ich rauche keine Zigaretten, die vertrage ich nicht. Und die tun mir im Hals nicht gut. Die schmecken auch nach Gift. Also nur für mich. Ich habe mich aber auch daran gewöhnt. Kann auch die Gewöhnung sein. Aber ich rauche keine Zigaretten. Nur selbstgedrehte. Mit Filter. Hier, mit Filter. Mein Lebensgefährte raucht ohne Filter. Mein Großvater hat auch immer ohne Filter geraucht. Der hat drei Packungen ohne Filter geraucht und war mütterlicherseits Alkoholiker. Und der ist mit 78 gestorben, aber nicht vom Alkohol und nicht vom Rauchen, sondern der ist besoffen gegen einen Schrank gelaufen und der Schrank hat ihn platt gemacht. Also 78 ist schon mal nicht schlecht, wenn man richtiger Säufer und drei Packungen filterlos raucht. Hat er nicht schlecht gemacht. So, am Schluss komme ich jetzt, nachdem ich die Zigarette aufgeraucht habe, lese ich euch was aus Marcus Aurelius. Dieses Buch ist ja auch ein Buch, das mich seit vielen Jahrzehnten begleitet auf meinen vielen Reisen, die ich gemacht habe als Sängerin. Das hat mich immer beruhigt und das hat mir auch ein wenig Weisheit zurückgebracht in den Kopf und ins Herz. Das ist eigentlich schon immer so wahr. Also wir sind jetzt halt an einem Punkt gelandet, wo wir sagen wir mal, die Zusammenhänge besser erkennen können, weil wir schreiben und lesen können und weil es das Internet gibt. Aber ich habe euch gesagt, das Internet existiert ausschließlich, weil das amerikanische Militär es zugelassen hat. Okay. Also wir sind hier alle, weil es ein Experiment ist und weil sie uns dadurch auch kontrollieren wollen. Deswegen wahrscheinlich, es gibt ja Ansätze schon von Entwicklern, die auf der menschlichen Seite sind, die also Geräte herstellen, mit denen man sich konnektieren kann und wo keiner reinkommen kann, der dieses Gerät halt nicht hat. Und das finde ich gut. Ansonsten, wie gesagt, werde ich meine Sachen alle wegschmeißen, wenn es dann ganz zur Totalitarität kommt. Und das kann ich gar nicht akzeptieren, sowas. Also dann, das geht nicht. Und die 5G-Masten, die werden sicherlich auch zerstört werden, wenn sie keine Selbstschussanlagen dazu bauen. Ne? Das wisst ihr. Ich bin mir sicher, dass die Aktivisten das tun werden, wenn sie jetzt schon auf SUVs gehen. Was meint ihr, wenn die erstmal erfahren, was 5G ist? Greta muss erfahren, was 5G bedeutet. Greta muss das erfahren. Dann werden nicht nur SUVs zerstört, dann werden die 5G-Masten zerstört. Ich bin ja gegen Gewalt. Dinge, die gemacht werden müssen, werden gemacht werden müssen in der Zukunft. Die Kinder werden das schon verstehen, wenn wir ihnen das Wissen weitergeben. Also Marcus Aurelius ist geboren 121 nach Christus. Ist auch nur eine Illusion. Also Christus da null, also das Jahre null, als er gestorben ist oder als er geboren wurde, ist mir auch total egal. Es ist völlig unwichtig, welches Jahr wir haben, weil die Chinesen zählen anders, die Iraner zählen anders. Völlig egal, welches Jahr. Wir haben uns geeinigt. Okay, wir haben 2019. Also, Greta Thunfisch, sie wird benutzt. Sag nicht Thunfisch, die Arme, tut mir leid. Sie tut mir leid. Also, ich lese euch jetzt aus dem
Selbstbetrachtungen, ich habe ja auch ein Buch angefangen, das auch Selbstbetrachtungen 2.0 heißt. Ich komme aber nicht dazu und habe auch nicht die innere Gelassenheit, weil ich mache Musik, ich spreche ein, ich mache Interviews. Das halte ich jetzt im Moment für wichtiger als dieses Buch Selbstbetrachtung zu schreiben, weil ich ja so viele also Live-Sachen auch mache, wo im Grunde diese Selbstbetrachtung ja mit einfließt. Wir betrachten uns ja selber, wir betrachten uns, wir betrachten die Umwelt, die Gesundheit, die Politik, wir betrachten sie und können einfach nur sagen, was hier gerade läuft. So, und jeder macht das natürlich anders auf seine Art und Weise. Wo haben wir es denn? Also ich lese jetzt mal aus dem 7. Buch, das ist in verschiedene Bücher eingeteilt, und ich lese jetzt einfach mal vor und lasse es auf euch einprassen. Ihr könnt jetzt auch einfach das Handy sozusagen oder den Computer einfach anlassen und machen, was ihr wollt. Ich lese jetzt mal kurz vor, es sind nur 2 Seiten, die ich vorlesen würde jetzt, weil er macht es auch noch in kleinen Punkten, und ich beginne jetzt damit. 9. im 7. Buch. Alles, also das ist, was ich jetzt vorlese, ist 2000 Jahre alt, 1900 Jahre alt. Alles ist ineinander verflochten wie durch ein heiliges Band, und beinahe nichts ist dem anderen fremd. Eines ist dem anderen beigeordnet und dient zur Harmonisierung, Harmonie derselben Welt. Denn eine Welt ist vorhanden, aus allem zusammengesetzt, eine Gottheit, alles durchwaltend, ein Urstoff, ein Gesetz, eine Vernunft, allen vernünftigen Wesen gemeinsam und eine Wahrheit. Alles unter der Voraussetzung, dass es auch eine Vollkommenheit für all diese Verwandten derselben Vernunft teilhaftigen Wesen gibt. 10. Alles Stoffliche verschwindet schnell wieder im Urstoff des Ganzen, und jede wirkende Kraft wird schnell wieder in die Vernunft des Ganzen aufgenommen. Und ebenso schnell fließt die Erinnerung an alles dahin ins Grab des ewigen Zeitlaufs. 11. Für ein vernünftiges Wesen ist eine natürliche Handlung auch eine vernünftige Handlung. Ich lese das nochmal. Für ein vernünftiges Wesen ist eine natürliche Handlung auch eine vernünftige Handlung. 12. Entweder stehst du von selbst aufrecht oder du musst dich aufrecht halten lassen. 13. Wie bei einem vereinten Körperganzen, die Organe, so verhalten sich trotz ihrer Trennung die einzelnen vernünftigen Wesen zueinander. Sie sind zum Zusammenwirken eingerichtet. Diese Einsicht wird umso größeren Eindruck auf dich machen, wenn du oft zu dir sagst: Ich bin ein Organ der Gesamtheit von Vernunftswesen. Erklärst du dich aber nur für einen Teil des Ganzen, so liebst du die Menschen noch nicht von Herzen. So erfreut dich das Wohltun noch nicht aus reiner Überzeugung. Du übst es bloß, weil es die Sitte so will, aber noch nicht, weil es dir selbst ein Bedürfnis ist. Das finde ich sehr, sehr wichtig, ja? Dass man erkennt, dass man dazu gehört. Jeder von uns. 14. Wie gesagt, 1900 Jahre alte Zitate. Mag was will, die Teile, die äußeren Einflüssen zugänglich sind, treffen. Diese Teile mögen, wenn sie wollen, darüber murren. Ich aber habe, solange ich das Begegnis nicht für ein Übel halte, noch nicht darunter gelitten, und ich muss es ja nicht dafür halten. Okay, Karin, hier, 1900 Jahre alt. Nur weil Greta traurig ist, musst du nicht traurig werden. Nur weil Greta wütend ist, musst du es nicht werden. Weil sie sagen, wir sollen wütend werden, musst du es nicht werden. 16. Die gebietende Vernunft beunruhigt sich selbst nicht. Sie stürzt sich zum Beispiel nicht in Furcht, noch in Schmerz. Wenn aber ein anderer ihr Furcht oder Traurigkeit einflößen kann, so mag er es tun. Sie selbst wird sich durch ihr Urteil in keine solche Gemütsbewegung versetzen. Dass aber der Körper nichts leide, dafür mag er selbst sorgen, wenn er kann, und es sagen, wenn er leidet. Die Seele aber, der eigentliche Sitz der Furcht, der Traurigkeit und der dahingehörenden Vorstellung, wird wohl nicht, wenn sie sich nicht selbst zu derlei Urteilen verführt, leiden. Denn die herrschende Vernunft ist an und für sich bedürfnislos, wenn sie sich nicht selbst Bedürfnisse schafft. Eben darum kennt sie auch weder Unruhen noch Hindernisse, wenn sie sich selbst nicht beunruhigt und hindert. 17. Glücklich sein
Heißt einen guten Genius haben oder gut sein. Was machst du also hier, Einbildung? Hebe dich hinweg bei den Göttern, wie du gekommen bist. Ich brauche dich nicht. Du bist gekommen nach deiner alten Gewohnheit. Ich zürne dir nicht, nur geh wieder. 18. Du fürchtest dich vor der Verwandlung? Was kann denn ohne Verwandlung werden? Was ist also der Allnatur lieber oder angemessener? Kannst du selbst auch nur ein Bad nehmen, ohne dass das Holz sich verändert? Kannst du Nahrung genießen, ohne dass die Speisen sich verwandeln? Oder kann irgendetwas anderes Nützliches ohne Verwandlung zur Vollkommenheit gelangen? Siehst du also nicht ein, dass es mit deiner eigenen Verwandlung sich gerade so verhält und dass sie für die Allnatur gerade so notwendig ist? Dieses 18. habe ich schon mal in einem Live-Video von mir zitiert. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Wenn ihr euch schlaff fühlt und müde seid, bleibt bitte zu Hause. Esst das beste Essen, was ihr selbst machen könnt, mit eurer eigenen Liebesenergie. Holt euch Menschen um euch herum, die euch gut tun. Tut nur noch das, was euch gut tut. Dieses ganze System baut auf unsere Ängste und Furcht, sagte schon Marcus Aurelius vor 1900 Jahren. Okay? Ich wünsche euch eine angenehme Woche ohne Angst, also mit Liebe, mit Freude, mit Gelassenheit. Hört Musik, macht Musik, malt ein Bild, schreibt was auf, seid ihr selber. Okay? Dann seid ihr genau richtig. Nämlich ihr seid die Natur und ihr seid die Gesundheit, die ihr alle braucht. Okay? Und bitte helft den Menschen, die hier gesagt haben, dass sie Hilfe benötigen, wenn ihr könnt. Zeigt ihnen Wege und Lösungsangebote. Helft euch bitte gegenseitig, denn da draußen hilft euch keiner. Dankeschön.